Serena Aschenbrenner ist angeklagt, ihre 9-jährige Stieftochter Manja Zeidler nach dem Tod ihres Vaters wie eine Sklavin gehalten zu haben. Das Mädchen wurde misshandelt und unterernährt von ihrer Tante Diana Zeidler gefunden. Serena leugnet, dass sie Manja schlechter behandelte als ihre leibliche Tochter Nicole. Wie wird das Gericht entscheiden? Frau Aschenbrenner, wir verhandeln heute Ihre Strafsache wegen Misshandlung Schutzbefohlener. Es kommt hier auch als Verbrechenstatbestand in Betracht und deswegen verhandeln wir als Schöffengericht. Die Anklage wird vertreten durch Frau Staatsanwältin Beer, Ihr Verteidiger ist Herr Rechtsanwalt Posner. Dann habe ich noch als Sachverständige geladen, die Frau Diplompsychologin Stefanie Böckler. Besteht Einverständnis, dass die Sachverständige im Sitzungssaal direkt verbleibt? Dann wird der Sachverständigen die Anwesenheit gestattet. Frau Aschenbrenner, nehmen Sie bitte in der Mitte Platz. Zunächst brauche ich Ihre Personalien, bitte. Sie heißen Serena Aschenbrenner. Ja, das ist richtig. 10. Juni 67 in Dortmund geboren. Das stimmt. Ihr Familienstand? Ich bin verwitwet, mein Mann verstarb im August letzten Jahres. Sie hatten ja dann das Sorgerecht für die Manja Zeidler, ja? Ist aber Ihnen entzogen worden wieder dann. Ja, aber warum, weiß ich auch nicht. Auf alle Fälle lebt die Manja jetzt bei ihrer Tante. Und Sie haben aber noch eine leibliche Tochter auch? Ja, die Nicole. Mhm. Von Beruf? Ich bin Verkäuferin, das habe ich gelernt. Mhm. Aber als ich verheiratet war, Sie wissen ja, der Haushalt und die Kinder, da hätte ich höchstens halbtags. Mhm. Und deswegen bin ich zurzeit nicht berufstätig. Ja. Was haben Sie monatlich dann an Einkommen zur Verfügung? Das ist ja gerade das Problem. Das Arbeitsamt zahlt höchstens 800 und das reicht noch nicht mal für die Miete. Und deswegen habe ich ja diese Armbändchen fertigen lassen und auf dem Flohmarkt verkauft. Fragen zu den Personalien? Keine. Keine Fragen. Frau Staatsanwältin, die Anklage bitte. Die Staatsanwaltschaft legt der Angeklagten folgenden Sachverhalt zur Last. In der Zeit zwischen August 2001 und Januar 2002 zwang die Angeklagte ihre 9-jährige Stieftochter, Manja Zeidler, an mindestens 2 Tagen dazu, stundenlang kleine Buddha-Armbändchen zu fertigen, indem sie ihr Schläge mit dem Gürtel in Aussicht stellte, die das Kind dann auch, wenn es zu langsam arbeitete, bekam. Zudem ließ sie das Mädchen häufig abends allein und sperrte sie manchmal über Tage in der Wohnung ein, insbesondere vom 7. bis zum 11. bis zum 10. Januar 2002. Das Mädchen musste schwere Hausarbeiten erledigen und bekam von der Angeklagten über Monate hinweg unzureichend zu essen. Das Kind erlitt durch die Schläge mehrere Hämatome und Prellungen am ganzen Körper, leidet unter körperlichen Mangelerscheinungen und weist noch heute erhebliche und nachhaltige Störungen im geistigen Reifeprozess auf. Die Angeklagte wird somit einer Verletzung der Fürsorgepflicht in Tateinheit mit Freiheitsberaubung sowie einer Nötigung in 2 Fällen und zugleich einer Misshandlung Schutzbefohlener beschuldigt, strafbar gemäß § 171, 225 Absatz 1 Nummer 1, Absatz 3 Nummer 2, 239 Absatz 1, 240, 52 und 53 Strafgesetzbuch. Danke, Frau Staatsanwältin. Herr Verteidiger, macht Ihre Mandantin Angaben zur Sache? Sie wird sich aus. Ja, Frau Aschenbrenner. Das finde ich ungeheuerlich. Ich habe mich mit meiner Tochter immer sehr gut verstanden und auch mit Manja. Wir hatten ein super Verhältnis und ich weiß schließlich, wie man mit Kindern umgehen kann. Das ist total überzogen und übertrieben. Lassen Sie uns einfach mal einen Vorwurf nach dem anderen durchgehen. Die Manja, die war nach den Weihnachtsferien vom 7. bis zum 10. Januar nicht in der Schule. Warum? Es ging ihr nicht so gut und hat sie mich gefragt, ob sie zu Hause bleiben kann und das habe ich ihr erlaubt. Aber zum Arzt sind Sie nicht mit ihr gegangen? Nein, so krank war sie ja nicht. Sie hat ja keinen Durchfall gehabt oder eine Erkältung. Frau Aschenbrenner. Ist es richtig, dass die Manja solche Armbänder für Sie gefertigt hat? Nicht für mich, schließlich für uns, weil wir haben es sehr schwer. Wir wissen gar nicht, wie wir über die Runden kommen können. Und dann können die Kinder mir schließlich helfen. Die haben beide diese Bändchen gefertigt. Mhm. Und Manja kann wenigstens Perlen auffädeln. Mhm. Wenn sie ja, und wie viele hat sie davon gemacht? Kann. Vielleicht so eine Kiste, vielleicht 500. Ich weiß es nicht genau, ich habe es nicht gezählt. Hat Ihre Tochter die gleiche Anzahl an Buddha-Armbändchen gefertigt? Ich weniger. Weniger. Können Sie sich vorstellen, warum Ihre Tochter oder warum die Manja Striemen auf dem Rücken hatte und ähnliches? Sie ist mal die Treppe runtergefallen. Und da kriegt man Striemen auf dem Rücken, wenn man die Treppe runterfällt. Nee, ich habe aber die Striemen nie gesehen. Ich habe hier Lichtbilder mit Striemen. Aber ich habe die Striemen nicht gesehen. Ich habe die Striemen nicht gesehen. Fragen noch Sie an die Angeklagte. Sie ist ja schließlich bei Ihrer Tante an, die Frau Zeidler. Vielleicht ist das da passiert. Mhm. Noch Fragen, Herr Verteidiger? Keine. Danke. Tritt mir die Beweisaufnahme ein. Hören uns die Frau Zeidler an. Sie nehmen da drüben Platz, bitte. Zeugin Zeidler, bitte. Frau Zeidler, wenn Sie bitte hier vorne Platz nehmen würden. Sie wissen, dass Sie als Zeugin vor Gericht die Wahrheit sagen müssen. Sie könnten auch vereidigt werden. Ja. Zunächst Ihre Personalien. Diana Zeidler, Sie leben in Duisburg, 35 Jahre alt. Sie sind Schneiderin. Und Sie haben jetzt das Sorgerecht für die Manja. Das ist richtig, Gott sei Dank. Sonst wäre Manja wahrscheinlich schon tot.
Am 10. Januar haben Sie von der Lehrerin von der Manja einen Anruf bekommen. Ja, das ist richtig. Warum ruft die bei Ihnen? Ja, meine Schwägerin hatte sie am 7. Januar kurz krank gemeldet und sich dann aber nicht mehr gemeldet bei der Schule. Und für Notfälle hatte mein Bruder Rainer schon vor einigen Jahren meine Rufnummer hinterlassen und daraufhin ist die Schule auf mich zurückgekommen und hat mich angerufen. Die Schule hat bei Ihnen angerufen, Lehrerin. Und was haben Sie daraufhin unternommen? Daraufhin bin ich zu Serenas Wohnung gefahren, habe geklingelt, mindestens eine Stunde lang. Und als mir keiner aufmachte, ich hatte noch den alten Schlüssel von Rainer, habe ich mir Zutritt verschafft zu der Wohnung. Und? Manja gefunden? Ja, Manja war in einem ganz schlimmen Zustand. Also ich kann das auch gar nicht mehr vergessen. Wo war sie denn? Sie war in der Wohnung eingesperrt. Wo eingesperrt? In der Wohnung. Also in der Wohnung konnte sie sich frei bewegen, aber die Tür war abgeschlossen. Ja, wie bist du denn da reingekommen, wenn sie abgeschlossen war? Ich hatte von Rainer einen Schlüssel. Den hat also, er mir gegeben. Also Sie sagten Zustand. In welchem Zustand war sie denn? Sie war also total verängstigt, ganz eingeschüchtert, wollte überhaupt nichts sagen. Leichenblass, dünner als ohnehin schon, ganz abgemagert. Ich habe sie dann erst mal gestreichelt, um sie zu beruhigen. Und es hat eine ganze Weile gedauert, bis sie dann gesprochen hat. Und die Wohnung, die müsste man sich mal vorstellen. Überall standen Kisten, in diesen Kisten waren diese Perlen, also es war wirklich schlimm. Aber schließlich hat sie ja dann geredet. Ich habe sie immer weiter gestreichelt, in den Arm genommen. So konnte sie sich ein bisschen entspannen, fing an zu weinen und hat mir dann erzählt. Ja, wir haben ja auch, sie ist ja dann sofort in ärztliche Behandlung gekommen. Wir haben ja auch dann ärztlichen Befundbericht von ihr, kommt ausdrucksweise zur Verlesung. Ärztliche Untersuchung und ambulante Behandlung am 10. Januar. Folgender Befund: Der Body-Mass-Index beträgt 16,0 bei einer Körpergröße von 1,45 und einem Gewicht von 33 Kilogramm. Starkes Untergewicht. Außerdem hat die Patientin zahlreiche Hämatome und Striemen am Oberkörper und Rücken, die teilweise länger als 7 Tage zurückliegen müssten. Das Mädchen wirkte bei der Untersuchung sehr eingeschüchtert und wenig lebhaft. Sie sind am selben Tag mit ihr auf Anraten eben von der Klinik zur Polizei auch gegangen. Und die Polizei hat dann Fotos gemacht. Ja. Die schauen wir uns hier mal an. Ja. Also sie war wirklich in einem ganz, ganz schlimmen Zustand. Da haben wir Striemen auf dem Rücken. Am selben Tag, als sie bei Ihnen gefunden wurde. Wir haben da offensichtlich irgendeine Wunde an der Stirn. Die Striemen sind aber nicht von mir. Frage ich Sie ja nur. Gut, dann haben wir auch noch ein Bild eben von der Küchenbank hier. Da hat sie das unter muss man sich mal vorstellen. Das Kind muss Küchenbank auf der Küchenbank ihr Lager. Schlafen. Sie wollte das ja. Sie wollte das. Sie wollte ja, nicht mit Nicole. Welches Kind möchte auf einer Küchenbank schlafen? Weil Nicole es nicht wollte. Die Prinzessin braucht ihr eigenes Zimmer. So ist es. So sieht's aus. Nein, Manja ist die Prinzessin. Ja, klar. Nicht Nicole. Gut, jetzt. Hatten Sie denn in irgendeiner Weise mal später dann den Eindruck oder auch direkt an dem Tag, dass sie vielleicht irgendwie auf die Mutter eine Wut hat und vielleicht deswegen auch was dazu erfindet und dazu Nein, schwindelt. Das glaube ich nicht. Also ich glaube, also das Kind war ja nur noch ein Häufchen Elend in dieser Situation. Und ich glaube auf jeden Fall, dass sie die Wahrheit gesagt hat. Keine weiteren Fragen. Herr Seedorf, dann bitte als nächstes die Manja. Die Zeugin bleibt als Angehörige 61-2 ist. Manja Zeitler. Wir haben ja auch vom Vormundschaftsgericht Ergänzungspflegschaft angeordnet und Vernehmung wurde uns genehmigt. Manja, hallo, kommst du bitte nach vorne? Wir haben einen eigenen Stuhl extra für dich da. Also jetzt, ich würde dir gerne ein paar Fragen stellen. Ist in Ordnung. Ja. Es ist allerdings so, es geht hier heute um die Serena. Ja. Und die Serena war ja mit deinem Papa verheiratet. Mhm. Wenn dir das deswegen nicht so angenehm ist, ja, dann musst du auch gar nichts sagen. Ich will aber was sagen. Willst was sagen, ja. Mhm. Ganz, ganz wichtig, dass du mir die Wahrheit sagst, ja. Dass du jetzt nichts dazu erfindest, nichts weglässt, egal wie viele Leute da sind, ja. Nur wir zwei unterhalten uns. Okay? Mhm. Gut. Du heißt Manja mit Vornamen und Zeidler mit Nachnamen, bist 9 Jahre alt und gehst zur Schule. Ja. Ja. Und ja, hast du Angst vor der Serena? Nee, jetzt nicht mehr. Jetzt wohne ich bei der Tante Diana. Mhm. Dein Papa ist ja gestorben, hm? Und seitdem ist die Serena auch so gemein zu mir. Seitdem? Mhm. Was heißt gemein? Was macht sie denn? Ich muss ständig arbeiten, diese Bändchen hier machen. Nicht mehr zur Schule darf ich. Warum denn nicht in der Schule? Naja, ich muss ja arbeiten und ja viele andere Sachen machen. Und einmal, da hat die Nicole extra Essen auf den Boden geworfen und ich musste es wegmachen. Serena hat nur gelacht. Und diese Bändchen musste ich ja machen und da hat Serena die auf den Trödel verkauft und für das Geld durfte die Nicole ins Ballett. Ich wollte auch, aber
Sirene hat gesagt, ich habe kein Talent dafür. Du hast gesagt, du durftest nicht in die Schule? Konntest du denn nicht einfach selber gehen? Nee, die Sirene hat ja abgeschlossen und den Schlüssel mitgenommen. Das ist schon öfters passiert, aber... Ja, aber jetzt das mit letzte der Mal, wann war das letzte Mal, weißt du das noch? Wo ich nicht in die Schule gehen durfte, da war es das letzte Mal. Wie viele Tage war das, weißt du das noch? Ich glaube 3. Ja, 3. Und wie bist du dann doch wieder rausgekommen? Die Tante Diana, die kam hoch und... hat mich dann mitgenommen. Du hast auch nicht mehr im selben Zimmer mit der Nicole geschlafen, gell? Nee, warum? Die hat mich rausgeworfen. Die Nicole hat dich rausgeworfen? Ja, wir hatten ja vorher mit einem Zimmer zusammen, wo der Papa noch gelebt hat. Aber plötzlich hat die gesagt, raus aus meinem Zimmer. Hat sie meine Sachen hinterhergeschmissen und so. Naja, und... Wo hast du dann geschlafen? Unter der Küche. Also unter der Küche. Wir haben da auch so Fotos, da hast du so eine Decke und einen Schlafsack, was auf dem Steinboden unter der Küchenbank gehabt. Ja. Sag mal, du hast solche Kettchen gemacht, wie viel hast du davon gemacht? Kistenweise, ganz viele. Und Sirena ist immer mit Nicole weggegangen und hat dann wieder abgeschlossen und hat gesagt, die Kiste muss die heute fertig finden. Das habe ich nicht so gut geschafft. Und dann hat sie mich mit dem Gürtel mal wieder geschlagen. Wie oft hat sie dich denn verschlagen? Was? Hat sie dich öfter? Ja, alle paar Tage bestimmt mal. Naja, geschubst hat sie mich oft. Und dann bin ich hier mit dem Kopf gegen den Schrank gefallen. Das sieht man immer noch, gell? Ja, ist nicht so ganz verheilt. Hat sie denn gesagt, wenn du die Kiste nicht voll machst an einem Tag, dann haut sie dich? Oder wie? Ja. Ja? Hast du eigentlich immer genug so zum Essen gehabt und so? Ja, was nicht mehr gegessen worden ist oder was schlecht war. Ich hatte immer Hunger. In der Schule hatte ich Hunger und nachts hatte ich Hunger. Hättest du ja in den Kühlschrank gehen können. Ach, das hättest du doch gehört und dann hättest du mich wieder geschlagen. Nee. Doch. Nee. Doch. Nee, sagst du ja nur. Noch Fragen über mich? Keine Fragen. Keine Fragen? Bleibt sie als unter 16-Jährige nach 60.1 StPO unbeeidigt. Das war ganz klasse, ja. Vielen Dank. Hast du noch da hinten bei deiner Tante Platz? Dann würde ich gerne als nächstes mir das Sachverständigengutachten anhören. Frau Böckler, Sie wissen ja, dass Ihr Gutachten unparteiisch nach bestem Wissen und Gewissen erstatten müssen und dass Sie auch vereidigt werden können. Wenn Sie mir bitte zunächst Ihre Personalien sagen würden. Mein Name ist Stefanie Böckler, ich bin 35 Jahre alt, Kinder- und Jugendpsychologin und komme aus Duisburg. Ja. Wenn Sie uns vielleicht das Ergebnis Ihrer Begutachtung schildern würden? Also bei der Mania liegt eine deutliche Abweichung einer sonst voraussichtlichen Normalentwicklung vor. Durch die Schläge, die die Mania erhalten hat, wurde sie erheblich eingeschüchtert. Das hatte eine körperliche, seelische und geistige Entwicklungsstörung zur Folge. Mania wurde alleine gelassen und durfte am Ende noch nicht einmal mehr die Schule besuchen. In der Folge leidet sie unter seelischer Vereinsamung. Noch Fragen an die Sachverständige? Keinerlei Fragen. Auch keine Anträge auf Vereidigung 79.1 StPO unbeeidigt. Herzlichen Dank. Die Nicole Aschenbrenner wollen wir uns dann bitte noch anhören. Nicole Aschenbrenner, bitte. Die Nicole Aschenbrenner ist ihre Tochter. Auch hier haben wir Ergänzungspflegschaft durch das Jugendamt angeordnet und die Vernehmung wurde uns genehmigt. Hallo Nicole, bitte hier Platz. Weißt du, dass deine Mama heute hier sitzt? Ja? Weil es hier um deine Mama heute geht, kann das vielleicht ein bisschen unangenehm sein, wenn wir dir Fragen stellen. Wenn du nicht willst, musst du gar nichts sagen hier. Ja, ich will aber. Du willst was sagen. Wenn wir aber miteinander reden, dann muss das alles, was du uns sagst, das ist ganz, 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 ganz wichtig, die Wahrheit sein. Ja? Allerdings schau zu mir, ja? Es geht, wir unterhalten uns jetzt, nicht du und deine Mama. Ja. Ja? Ist okay. Also du willst was sagen und du sagst mir auch nur die Wahrheit. Du bist die Nicole Aschenbrenner, 12 Jahre alt, du wohnst bei deiner Mama, ja? Ja. Und die Manja, die ist deine Stiefschwester, sagt. Ja, leider, weil ihre echte Mutter gestorben ist. Bitte? Ja, weil ihre echte Mutter gestorben ist, Papa auch. Wie verstehst du dich denn mit der Manja? Also, wenn ich ehrlich bin, nervt die. Warum nervt die? Was macht die? Ja, ich weiß nicht. Eigentlich macht die ja gar nichts, aber die ist komisch irgendwie. Und wie ist deine Mama so zur Manja? Ganz normal, wie soll sie denn sein? Ist vielleicht ein bisschen strenger als zu dir?
Nein, sie ist sehr gerecht. Ich meine, wenn man jetzt so doof dazu ist, hier den Abwasch zu machen oder sonst irgendeine Hausarbeit, kann ich ja nichts dafür. Mhm. Außerdem ist sie immer am Rumjammern. Ja, und wir sind auch nicht gerade die reichste Familie. Deshalb kann ich auch nur zum Ballett gehen. Naja, und ich habe eh viel mehr Talent als die. Und wie waren das mit diesen Bändchen? Hast du auch so Bändchen gemacht? Ja, ein paar. Mhm. Und die anderen? Ja, die hat Manja gemacht. Aber ich habe auch ein paar gemacht. Mhm. Und hat die Manja das gern gemacht? Ja, die hat das gern gemacht. Stimmt nicht. Du hast gar keine gemacht und es hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Ich habe wohl welche gemacht. Und außerdem, ich werde ja eh eine große Tänzerin. Da kann ich mir sowas nicht leisten. Ich meine, mir die Hände dreckig zu machen. Sag mal, hast du mal was mitbekommen, dass deine Mama die Manja verhauen hat, geschlagen hat? Da spielt die Musik, Nicole. Hier, ja? Eigentlich nur, wenn sie frech war. Oder wenn sie mit der Arbeit nicht fertig war. War das öfter? Ja. Und womit? Manchmal Gürtel. Sie hat die auch geschubst oder irgend. Weiß nicht. Wie war denn das Verhältnis so zwischen deiner Mama und dem Manjas Vater? Die haben oft gestritten. Noch Fragen eigentlich an die Nicole über mich? Nein. Keine weiteren Fragen. 60-1, unbeeidigt. Nimm doch auch bitte da hinten Platz. Dann schließe ich die Beweisaufnahme, Frau Staatsanwältin, bitte. Hohes Gericht, Herr Verteidiger, die Beweisaufnahme hat ergeben, dass die Angeklagte ihre kleine Stieftochter Manja in übelster Weise misshandelt und noch dazu ausgebeutet hat. In der Person der Angeklagten vereinen sich in meinen Augen Habgier und Grausamkeit in einem wirklich bemerkenswerten Ausmaß. Es hat ihr nicht gereicht, das kleine Kind zu quälen und sogar hungern zu lassen. Nein, sie wollte auch noch Kapital aus dem Mädchen schlagen. Sie hat sie gezwungen, Buddha-Armbänder zu flechten in sehr großen Massen, die hier den Trägern wahrscheinlich kein Glück gebracht haben werden. Erschwerend kommt in meinen Augen noch dazu, dass die Angeklagte nicht die geringste Reue, nicht eine Spur von Schuldbewusstsein gezeigt hat und dass sie zusätzlich zu der Misshandlung von Manja auch noch ihre eigene Tochter Nicole dazu beeinflusst hat, Manja zu schikanieren, zu demütigen und sie ebenso schlecht zu behandeln, wie sie das gemacht haben. Ich halte in Anbetracht der Umstände eine Freiheitsstrafe von 2,5 Jahren für Tat und Schuld angemessen, die selbstverständlich nicht zur Bewährung ausgesetzt werden darf. Danke. Danke, Frau Staatsanwältin. Herr Verteidiger, bitte. Danke sehr. Hohes Gericht, Frau Staatsanwältin, natürlich fällt schwer, bei diesem Fall zu plädieren. Aber bedenken Sie eines, natürlich steht der Sachverhalt auch aus meiner Sicht durchaus fest. Die Angeklagte ist nicht vorbestraft. Sie hat auch ansonsten eine offensichtlich sehr schwere Zeit hinter sich. Und was sie überhaupt dazu gebracht haben mag, das haben wir hier nicht ausreichend erörtern können und das werden wir in einem Gerichtssaal auch nicht tun können. Vor diesem Hintergrund beantrage ich angesichts dessen, dass die Angeklagte bislang nicht vorbestraft ist, eine Freiheitsstrafe zwar auszusprechen, aber eine solche, die zur Bewährung ausgesetzt werden kann und auch die Bewährung zu erteilen, dass sie ihre Kinder zwangsläufig los ist. Davon können wir ausgehen und vielleicht ist es auch ganz gut so. Danke sehr. Danke, Herr Verteidiger. Sie können selbst noch was sagen. Sie haben das letzte Wort. Ich kann mich nicht selbst verteidigen. Ich habe nicht genügend Wissen dazu. Und ich werde mich jetzt schlau machen, weil so lasse ich das nicht auf mir sitzen. Das können Sie sich sicher sein. Ich gehe doch nicht in den Knast wegen einer Sache, die ich nicht verbeutelt habe, sozusagen. Wir ziehen uns zur Urteilsberatung zurück. Ich verkünde im Namen des Volkes folgendes Urteil. Die Angeklagte Serena Aschenbrenner ist schuldig der Verletzung der Fürsorgepflicht in Tateinheit mit Freiheitsberaubung und Misshandlung von Schutzbefohlenen sowie zweier Fälle der Nötigung. § 171 225 Absatz 1 Nummer 1 Absatz 3 Nummer 2 239 Absatz 1 240 52 Strafgesetzbuch. Sie wird deshalb zu einer Freiheitsstrafe von 1 Jahr und 10 Monaten verurteilt. Die Versteckung wird zur Bewährung ausgesetzt. Die Angeklagte deckt die Kosten des Verfahrens. Nehmen Sie Platz. Frau Aschenbrenner, Ihr eigenes Töchterchen haben Sie fürchterlich verwöhnt und die andere, die haben Sie Sträflingsarbeit machen lassen, Sklavenarbeit und Sie haben sie auch gehalten wie eine Sklavin. Alles, aber alles, was in der Anklageschrift steht, hat sich so letzten Endes hier erweisen lassen. Die Manja hat alles so bestätigt. Misshandlung von Schutzbefohlenen ist in diesem Fall ein Verbrechen, also Mindeststrafe 1 Jahr, weil hier die Gefahr erheblicher Schädigung der körperlichen und seelischen Entwicklung vorliegt. Das hat uns die Sachverständige bestätigt.
Ich glaube nicht, dass Sie keine gute Mutter sein können. Ihrer eigenen Tochter gegenüber sind Sie vielleicht sogar eine richtig gute Mutter. Und eine Bewährungsstrafe. Und ich bin auch überzeugt davon, dass Ihnen das Kind nicht weggenommen werden wird. Das Kind im Gegenteil, das braucht Sie jetzt. Ja, weiterhin wie bisher. Und deswegen ganz klar hier eine Bewährungsstrafe, damit Sie sich um das Kind weiter kümmern können. Und da haben Sie es ja bisher offensichtlich auch ordentlich gemacht. Dann ergeht noch folgender Beschluss. Bewährungszeit dauert 3 Jahre. Der Angeklagten wird aufgegeben, sich einer ambulanten Familientherapie zu unterziehen und das monatlich dem Gericht nachzuweisen. Ich habe extra hier davon abgesehen, Ihnen noch eine Geldauflage aufzulegen, was eigentlich das Normale wäre. Und das eigentlich nur im Interesse der Nicole. Ja, ich will nicht, dass die Nicole auch so endet und für unsere Bewährungsauflage letzten Endes Sklavenarbeit verrichten muss. Sitzung ist geschlossen.